Das Bewusstsein als Mensch und als Maler im Besitz der völligen Freiheit zu sein, bedeutet natürlich, dass in der Freiheit auch ganz viel Verantwortung ist. Und zu der Zeit begab es sich, dass der Fluss Rhein untersucht wurde auf seine Wasserqualität. Da war ein kleines Schiff, die Rheinwasser, und mein Drucker Martin Ketelhöhn war der Kapitän, und an Bord ging ein Künstler namens Josef Beuys, und wir saßen auf diesem Schiff und haben entsetzliche Dinge von Verklappung, von Dreck, von unglaublichen Chemikalien in den Rhein mitbekommen. Daraus ist übrigens später die Grüne Partei erwachsen. Beuys mit seinen ganzen Gedanken, viele wissen das vielleicht nicht, aber er war mit seiner ganzen Art, die Natur zu schützen, zu schonen und auch dem Tier sich würdig zu nähern, eigentlich der geistige Vater der Grünen. Und in diesem künstlerischen Kontext habe ich mich sehr, sehr innerlich und seelisch anschließen können. Auch die Art und Weise, viele Menschen großherzig mit einem freundlichen Du mit einzubeziehen in den Schaffensprozess, das hat im Grunde Beuys mich gelehrt und das hat er gelebt. Und er saß auf diesem Schiff, genauso wie er später in der Galerie mit den stinkenden Kojoten gesessen hat. Er hat es auch gelebt, was er gemacht hat. Und das war für mich, obwohl er jetzt ein Mann war, fand ich ihn irgendwie genauso asexuell wie mich eigentlich, weil es ging nicht darum, Männlichkeit, Weiblichkeit, sondern die Androgynität in sich selber zu leben. Und jede Frau, die auch lesbisch innerlich ist oder äußerlich, spielt jetzt keine Rolle, oder jeder Mann, der zu seinem eigenen Körper keine Berührungsängste hat, der kann auch geistig oder als Künstler großherziger sein, allumfassender, der hat diese Berührungsängste nicht, der hat nicht diese verklemmte Schüchternheit allem und jenem gegenüber. Ich habe damals übrigens zu der Zeit schon jedem gesagt, der es gar nicht hören wollte, ich bin lesbisch, weil ich dachte, toll, dann hast du einfach deine Ruhe. Und so bin ich zur Biennale nach Venedig gekommen. Beuys hat da was gemacht und wir haben das geguckt. Und ich hatte Freunde in Venedig und habe auch mit denen Kurzfilme gemacht für die Accademia und fand Venedig natürlich schön. Welcher Künstler, welcher Mensch findet nicht Venedig schön? Was aber jetzt das Tolle war, ich lebte wie in Abrahams Schoß. Ich habe mein ganzes Leben nicht so friedvoll und fröhlich gelebt, denn dieser Freund war der Vorzeigeschwule von Venedig. Wenn man einen Taxifahrer bzw. einen Bootfahrer, wen auch immer, jeden beliebigen Gondolieri anhaute und sagte, wie komme ich zu dem Künstler, dann sagte der nur, der Maler, Bodanza, und dann fuhr man zum Klaus. Klaus war sein exotischer Künstler-Deckname, das muss man sich mal vorstellen, der hieß Gaetano Bodanza, ein wunderschöner Name, nannte sich Klaus, lebte neben dem alten La Fenice, und in Venedig gab es das damals nicht mit tollen schwulen Lokalen. Venedig lebte in seiner Vergangenheit, von seiner Vergangenheit. Da war Geschichte, in jeder kleinen Kalle, irgendwo hinter jeder Ecke lauerte eine Casanova-Geschichte, ein Abenteuer, ein Grusel, ein Schaudern, hier war Goethe gestrauchelt. Da war Nietzsche angesteckt worden, alles war unheimlich geschichtsträchtig, aber es gab keine Gegenwart. Feminismus, Frauen, in Italien? Ganz so. Also war Klaus da mit seinen ganzen schwulen Freunden und man traf sich bei ihm. Und ob das Babcock war, ob das Nureyev war, alle großen Künstler, alle großen homosexuellen Künstler, auch wie heißt der denn jetzt? Der Pasolini war da immer. Man hat sich immer da getroffen und da diskutiert, geredet, gekocht. Man ging ins La Fenice essen, die ganzen schönen Tänzer, hinterher alle mit. Und anschließend gab es riesige Orgien bei Gaetano. Und man denkt nun, das puritanische Italien und die Orgien, um Gottes Willen. Nein, die ganzen Nachbarn ordentlich mit gefalteten Armen im Fenster gegenüber, von der Nonna bis zum Bambino Piccolino, alle am Finestra und alle guckten raus und alle guckten zu und hinterher wurde entweder applaudiert oder da gab es schreckliche Kommentare. Es war ein ganzes Haus voll mit wunderbarer Kunst, mit wirklich
ätherisch schön, unglaublich toll gemalten riesigen Engel, die dann hochirrigierte Penisse hatten, aber das war nicht schmutzig, das war nicht dreckig, das war richtig toll gemacht. Oder er machte dann später seine Indianer mit den Atomkraftwerken. Auch da wieder ein unheimlicher Bezug. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie wichtig das ist, wenn Künstler, die was zu sagen haben, die eine Botschaft haben, sich vernetzen, sich austauschen. Und ich durfte da sein, ich durfte da zeichnen, solange ich mich in die Orgien nicht handgreiflich einmischte, war alles in Ordnung. Ich war wie eine kleine Prinzessin, ich durfte zeichnen, ich kriegte morgens von einem französischen Fotomodell den Kaffee schaumig gerührt, serviert. Und abends wurde gekocht oder man ging ins La Fenice und da ging man auch ins Kino, da war noch das alte Theater, das Malibran, da saßen die Leute in den Rängen und die Kinder spielten und man guckte ganz lang und nahm das Essen mit und zeichnete die Leute, die heimlich in den Ecken Sex hatten. Das gehörte alles so. Das war unheimlich lebendig und schön, bis eigentlich zu dem Tag, wo jemand den Gaetano Budanza anzeigte wegen angeblichen Marihuana-Rauchens und der tatsächlich auch schwer abgeführt im Gefängnis war. Er fand es da super, jede Menge Kerle, hat sich jede Menge Geld mit Tattoos verdient. Wahrscheinlich ist damals sogar das Tattoo eigentlich geboren worden, denn keine waren so schön, wie die der gemacht hat, weil das einfach der größte italienische lebende Künstler, finde ich, immer noch. Und in dieser ganzen Zeit kippte das so langsam und er ist dann weggegangen und sagt, doch, lass Venedig den Touristen, sollen sie es haben. Es ist sowieso dem Tourismus geweiht und damit natürlich dem Untergang, denn jeder weiß, Tourismus ist auch ein Fluch. Und er ist dann weggegangen. Damals lebte auch Vedova noch und da war auch in den Gärten bei der Biennale, das war ein Miteinander und dann kamen von überall aus der ganzen Welt engagierte Leute. Und die durften originell sein, die durften schwierig sein, die durften einsilbig, zweisilbig, dreisilbig sein. Aber die wurden wegen ihres Schaffens, und auch Beuys war dabei, akzeptiert und geachtet. Und diese Achtung, das war mein Brot, das habe ich gefressen. Denn das kannte ich aus der Kinderzeit, aus den Ateliers meiner Großeltern. Und da habe ich es wiedergekriegt. Und dann zurück nach Deutschland zu kommen, war doof. Ich musste nach Deutschland, weil ich hatte hier mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ich hatte eine Einladung für die Art Basel mit einer ganz tollen, riesigen Installation, sexuelle Sensibilitäten, Leben in Spinnennetzen und Glashäusern. Konnte man nichts verdienen. Damals kauften die Leute keine Installationen so wie heute, sondern die bewunderten die. Ich wurde also bewundert und hatte nichts zu essen und dann fing so die Realität eines langen, harten Künstlerlebens an. In all diesen Jahren, wo ich oft reich war und arm, in all diesen Jahren, wo ich oft ganz schön zu kämpfen hatte, ich habe mich immer unglaublich reich gefühlt, unendlich beschenkt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendetwas fehlt. Ich hatte meine Hände, ich hatte meine Augen und ich hatte die Stimme der Farben. Und seit neuestem gehorchen sie mir auch noch. Und was kann ein Künstler mehr?